Ein anderes Beispiel. Gegeben sei das folgende Territorium. Der Hamster soll den Berg erklimmen. Ja, was macht der Hamster? Und hier wird eine Technik, eine Methodik eingesetzt, die wir uns hinterher in einer anderen Unterrichtseinheit nochmal genauer anschauen werden. Mit Hilfe von Prozeduren kann ich das große Problem zerlegen in Teilprobleme, wobei jede Prozedur ein Teilproblem löst. Und ich durch die Bezeichner, durch die richtige Wahl der Prozedurnamen bereits zu erkennen gebe, was eine bestimmte Prozedur tut. Die Main-Prozedur ist jetzt so gestaltet. Der Hamster soll zum Berg laufe zum Berg, erklimme erste Stufe, erklimme zweite Stufe, erklimme dritte Stufe, erklimme Gipfel. Ja, laufe zum Berg ist trivial, ist einmal der Vorbefehl, dann ist der Hamster am Berg. Und was man dann relativ schnell erkennt, dass das Erklimmen von Stufen eigentlich immer dasselbe ist. Deswegen erklimme erste Stufe ist der Aufruf der Prozedur erklimme Stufe, genauso wie erklimme zweite, erklimme dritte Stufe und erklimme Gipfel. Und beim Erklimmen der Stufe, was macht der Hamster da? Er dreht sich links um, vor, musste sich dann rechts umdrehen, also dreimal links um und geht wiederum vor. So wandert der Hamster den Berg hinauf. Das schauen wir uns mal an. Ich habe das hier schon mal wieder vorbereitet. Lade hier den Berg und lasse den Hamster laufen. Geschafft. Und wenn ich hier wieder den Debugger aktivieren würde, könnte ich sehen, in welcher Reihenfolge welche Prozeduren aufgerufen werden. Hier sehe ich im Hamster-Simulator auch immer letztendlich, welche Grundbefehle der Hamster ausführt. Was ich auch noch an diesem Beispiel zeigen möchte, sind bestimmte Code-Konventionen, auf die wir dann hinterher nochmal genauer zu sprechen kommen, im Umgang mit Prozeduren. Prozeduren sollten wie hier ersichtlich immer schön übersichtlich deklariert werden mit Leerzeilen vor und nachher. Wie bei der Main-Prozedur wird hier zunächst Void hingeschrieben, dann der neu eingeführte Prozedurname, Klammer auf, Klammer zu, Leerzeichen, geschweifte Klammer auf und die dazugehörende geschweifte Klammer zu wird unter dem V platziert. Die Anweisungen innerhalb einer Prozedur sind, wie wir das ja auch von der Main-Prozedur her kennen, immer um 4 Leerzeichen oder ein Tabulator halt hier eingerückt, sodass ich sehr übersichtlich sehen kann, wann genau was passiert und was zu welcher Prozedur gehört. Namen von Prozeduren sollten sehr aussagekräftig sein und genau beschreiben, was die Prozedur bei ihrem Aufruf letztendlich tut. Prozeduren beginnen dabei oder sollten dabei beginnen laut Java Code Konvention immer mit einem kleinen Buchstaben, sollten bestehen aus Buchstaben und Ziffern. Und wenn eine Prozedur aus oder ein Prozedurname aus mehreren Wortbestandteilen besteht, sollen neue Wortbestandteile immer mit einem Großbuchstaben beginnen. Wie laufe zum Berg, erklimme erste Stufe, E und S, zweite, dritte, Gipfel und so weiter. Das sind Java-Code-Konventionen. An diesen Konventionen orientieren sich auch die Grundbefehle des Hamsters. Aus diesem Grund ist auch der Links-Umbefehl genauso gestaltet, dass das U an dieser Stelle groß geschrieben wird, weil hiermit ein neuer Wortbestandteil eingeleitet wird.